Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des WWE 2K19 Universe Projekts hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Elimination Chamber, unser Co-Main Event, unser Raw Main Event, das World Heavyweight Championship Match zwischen Shelton Benjamin und Chris Jericho. Hi. Hi, jo. Guten Tag. Ja, Bernie. Erzähl uns die ganze Geschichte. Jo. Was ist passiert? Genau das. Bernie wurde gerade niedergeschlagen vom Bullet Club. Mic-Test. Okay, geht. Mir wurde gerade von dem Anti-Bullet-Club erzählt, man möchte bitte nicht den Namen des Herausforderers hier erwähnen, denn dieser ist ja verletzt und man möchte nicht auf verletzte schlichte Worte verlieren dazu. Gut, was ist passiert? Chris Jericho hat Anfang des Monats den Titel gewonnen in einem grandiosen Match gegen Bray Wyatt durch eine tadellose Leistung, indem er vorher den niemand geringer als den Mr. Money in the Bank besiegt hatte und ist somit World Champ geworden. Es kam dann eine Woche später eine Champions Parade, eine Champions Dinner. Das hat ein Shelton Benjamin stören müssen. Daraufhin wurde er verklagt von Jericho, hat nicht gezahlt und jetzt musste er letzte Woche halt seine Strafe zahlen. Aber weil der GM nett und freundlich ist, hat er ihm auch noch ein Titelmatch gegeben. Also mehr oder minder. Er hat ein bisschen Schläge kassiert, aber dafür darf er jetzt gegen Jericho antreten. Ja, wahrscheinlich, weil ein Shelton Benjamin in dem Zustand der schwächste Gegner überhaupt im ganzen Roster für Chris Jericho ist. Wollte gerade sagen, warum ja. Diese Güte, man ist halt tot. Meine Frage ist, also, Bernie, hast du das Championship-Match angekündigt, nachdem er verkloppt wurde? Nein, vor. Vorher war schon klar, dass er gegen Jericho... Okay, ganz ändert die Sache, aber... Okay. Weil ich wollte gerade sagen, weil dann ist so, er wird komplett totgekloppt und dann kündigt Benny das Match, dann ist so, aber wenn es schon vorher klar war, okay, dann... Aber du siehst doch, er kann gehen. Ja, er kann gehen, aber kann er wresteln? Das ist eine andere Frage. Aber guck mal, wie seine Schulter getaped ist, die ist halb Gauss gekugelt, gefühlt. Seine Rippen, seine Schulter, sein Kopf. Ja, seine Rippen, also... Dass er überhaupt hier für Medic hier ist, wundert mich sehr. Ja. Das wundert Benny auch. Das war nicht mein Plan. Bitte. Erhebt euch, Freunde, sitzen. Kommt jetzt der Präsident raus oder was? Ich bin mir sicher, Bernie sitzt selbst. Ja, wahrscheinlich. Naja, Le Champion. Le Champion. Der Champignon. The World Heavyweight Champion of the World. Der beste Champion aller Zeiten. The best in the world. Also Ben, Chris, La Champion, Champ. So, da kann ich jetzt ja meine eigene Anekdote zu Chris Jericho erzählen. Und zwar damals, wirklich damals, als ich noch Raw GM war mit Jung, da war ein Champion oder ein Kandidat, unser Auserwählter eigentlich, den wir handpicked genommen haben, um den Titel im ersten Pay-Per-View zu gewinnen. Dieser Mann war Chris Jericho. Und was hat dieser Mann gemacht? Uns enttäuscht und enttäuscht und enttäuscht und verloren und verloren und verloren, bis wir ihn aussortiert haben und einen Mann, dessen Namen ich nicht nennen werde, als seinen Ersatz holen mussten. Und nun will man mir erzählen, dass dieser Mann der beste Champion aller Zeiten ist. Ja. Ich war dabei, als er diesen Titel gewonnen hat.
Und, naja, da hätte selbst ich den Titel gewinnen können. Er wird jetzt auch zeigen, dass ich dieses Match hier gewinnen kann. Das hoffe ich sehr für ihn. Spenden kann ich mal beide Arme heben. Ja. Das will ich sehr hoffen für ihn, weil er es ja im letzten Monat im Royal Rumble nicht hingekriegt hat. Wenn er es jetzt wieder nicht hinkriegt, dann würde ich mich fragen, ob er der richtige Anführer des Anti-Bullet Clubs ist. Sehr wohl. Ich meine, hey, ich bin ja ehrlich, der Mann hat eine großartige Karriere hinter sich. So fair muss man sein. Ich mag ihn auch für das, was er tut. Ja, Bernie, lass mich kurz ausreden. Aber sag mal so, ich verstehe, was du meinst. Ich meine, sagen wir so, sein Titel war, um es vorsichtig auszudrücken, kontrovers. Wahrscheinlich sogar könnte man da schlimmere Worte nehmen. Aber wenn er heute wirklich nicht gewinnt gegen einen sehr, sehr, sehr angeschlagenen Shelton, dann keine Ahnung, was man da noch über Jericho noch sagen kann. Dann ist er einfach der falsche Mann und es war alles nur Rauch und Heiligenschein. Ja, das würde meine Erfahrung mit ihm bestätigen. Aber hey, ich lasse mich gerne überraschen von diesem Mann. Ich meine, bevor dem ganzen Fiasko oder danach auch. Man ist ein Fan von Chris Jericho. Er ist ein guter Wrestler. Er ist ein Meister des Gimmicks. Und ja. Richtig. Deswegen aufgrund der Verletzung muss man eigentlich auch auf Chris Jericho tippen. Richtig. Ich habe immer noch gesagt, obwohl er aktuell in einer Phase ist, die ich nicht unterstützen kann, ich habe immer noch Respekt vor diesem Mann. Aber wie gesagt, aktuell sehe ich, ist es schwierig, ihn zu unterstützen. Aber leider muss man sagen, so wie Benjamin heute ist, ist es Jericho. Ja, ich bin bei Benjamin. Das ist hier so eine Daniel Bryan Story, so dieser Upset, mit dem niemand rechnet. Und gerade dieses, ja, all das, was Benjamin dir gerade nicht aufzeigen kann, was er sonst macht. Er hat ja die letzten Monate immer bärenstarke Matches gewirkt. All das motiviert ihn umso mehr noch, um heute Jericho zu besiegen. Dann steht Jericho als Chef, als einziger ohne Titel da. Mal wieder, wie nach dem Rumble. Schon wieder, ja. Ja, und dieses Mal hat man keine Möglichkeit, sich irgendwo einen Koffer zu erstehlen. Ich habe gehört, Finn Balor hat Zeit. Ja, das hatte. Das stimmt. Ich hab gehört, AJ hat auch nochmal einen Ausrufezeichen zu setzen. Aber deswegen, das ist ja jetzt die Gefahr. Es gibt keine Rematch-Klausel, es gibt keinen Koffer, den man sich irgendwo holen kann. Und deswegen gefährlich für Jericho. Wenn er jetzt schon wieder der Einzige ist, der nicht den Titel halten kann, muss man wirklich die Frage stellen, ob er der richtige Mann für diesen Job ist. Richtig, und ich würde sagen, Shelton ist gerade gut am Drücker. Ja, das ist ganz gut dabei. Ich meine, was ich auch erwähnen will, also Bray Wyatt, glaube ich, verflucht alles und sich selbst und jeden, den es gibt, weil ich meine, er hat diese beiden Männer am letzten Monat besiegt und ist jetzt nicht mal im Match dabei und hat nichts mehr zu sagen. Das hat die Ironie. Das ist ein bisschen schade. Beide, aber die letzten zwei Männer, die im letzten Monat ein Championship-Match verloren haben, sind jetzt beide im Championship-Match. Aber gut. So läuft nun mal das Schicksal. Richtig. Ja, und dein schöner Suplex. Wer hätte es gedacht, dass Jericho hier die Oberhand hat? Come on, baby. Kommt jetzt Adam Cole raus? Ja, lustig, ja. So, ich hole mir jetzt aber beide Titel. Du hast mich gerufen. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Ich kenne so einen Mann, der hatte die Möglichkeit dazu. Aber, naja. Oh, mit dem Diving Elbow Drop auf den angeschlagenen Benjamin. War es das vielleicht sogar schon? One, two, three. Ja. Schaut euch das an. Chris Jericho verprügelt einen kaputten Mann. Was für eine Force. Wow. Also. Jo, Highlights des Matches. Das war's. Ja, also, wie gesagt, der Anti-Bullet Club verteidigt ausschließlich gegen kaputte Menschen. Also, was kommt im nächsten Monat? Muss dann Jericho gegen Jeff Hardy antreten und Cody gegen Shelton Benjamin? Was kommt dann? Also. Naja. Unser Champion muss sich einer richtigen Herausforderung stellen. Ich glaube, Jericho bewegt sich da nicht ganz rund, oder? Der schwitzt nicht mal. Der schwitzt halt echt nicht mal. Ich glaube, er hat sich beim Diving Elbow vielleicht leicht verletzt. Ja, ich werde das nochmal
Schauen wir mal, ich werde mal noch heute zum Arzt schicken, ob da nicht ein Auszeit braucht. Da fehlt jetzt bestimmt 2 Monate. Ich höre schon den Kugelschreiber von DDP hinten klickern, wenn er sich Notizen macht. Ja, ich höre zufällig Breaking News, Chris Jericho ist bis WrestleMania verletzt und kann seinen Titel nicht verteidigen. Oh nein, was machen wir jetzt? Würde da ein CEO eingreifen oder vielleicht? Naja, eigentlich heißt es ja so in der Klausel, ne, wer 30 Tage lang seinen Titel nicht verteidigen kann, muss ihn abgeben. Stimmt. Einen Monat hat er. Mal schauen. Wie diese Geschichte weitergeschrieben wird, diese schändliche Geschichte. Also, ne? Selbst in all meiner Zeit, selbst ich habe sowas nicht gemacht. Das muss was heißen. Kevin Owens ist trotz seiner Verletzung damals auch angetreten. Stimmt, der war damals schwer verletzt. Der war schwer verletzt. Ja. Natürlich. Sagen wir so, jeder Mann hat Ehre, manche haben keine. Mit diesem schönen Satz würde ich sagen, fahren wir fort, nicht wahr? Ja, lass uns etwas Besseres anschauen, nämlich das Main Event of the Evening. Die Kevin Owens Show. Das wird euch weitaus besser unterhalten, als das, was ihr hier von Raw geboten bekommt. Und das sehen wir dann im nächsten Match. Bis dann, ciao. Bye. Ciao.